Das ist Path of Exile. Und in diesem Spiel gibt es als Besonderheit keine Ingame-Währung. Es gibt kein Gold. Deshalb sammle ich solche Items auf, die nicht identifiziert werden müssen. Dies war jetzt von der Spielfigur. Denn man bekommt hier einen so ein Fetzen für so ein normales Item. Und fünf dieser Fetzen ergeben 3, 4, 5 eine Identifizierungsrolle. Im Moment farme ich diese Rollen. Ich habe in der Schatzkiste im vierten Tab eine Menge nicht identifizierter Items. Möchte die alle mal identifizieren. Ich zeige mal einige Gebiete. Ich bin bis jetzt nur im ersten Akt. Das sind Billigmonster für mein Level. Die hau ich ziemlich einfach weg. Alles hier mit dieser Frostnova. Diese aktiven Skills, wie diese Frostnova, erhält man durch Gems, also durch Edelsteine, die man irgendwo in seine Rüstung oder in seine Waffe einsetzt. Das jetzt ist mein Frostnova-Gem. Ich zumindest 10, Moment. Genau, und hier suche ich dann den Skill aus, habe diese 5 Tasten. Also 5 aktive Skills und 3 Mausbuttons, links, Mitte, rechts. Bei Benutzung und dem Killen von Monstern leveln diese Gems dann hoch. Und wie man hier sieht, haben Items unterschiedlich farbige Sockel und der Edelstein, den man reinsetzen möchte, muss die gleiche Farbe haben. Ich habe jetzt hier relativ viele blaue Sockel insgesamt. Hier ein, hier haben wir schon zwei, da ein grün, da ein grün und einen roten und so weiter. Gut, ich sammle ja jetzt im Moment nur mal schnell ein paar weiße Items ab, damit ich die verkaufen kann, um mehr Identifizierungsrollen zu bekommen. So, die auch noch schnell. Geht's gleich wieder zurück. Ja, so müsste doch das WP sein. Nach da oben. Gut. Tropfsteinhöhle, wie man sieht. Ein unterirdisches Gebiet. Das Inventar ist ziemlich klein, wie man sieht. Da muss man ständig zum Händler rennen und lässt normalerweise diese weißen Items liegen. Nimmt nur die auf, die gut sind, die magischen. Aber im Moment brauche ich eben die weißen Items, um Identifizierungsrollen dagegen einzutauschen. Es gibt auch hier dieses dunkle Gefängnis. Es hat mehrere Ebenen. Es gibt auch Town Portals, aber ich möchte jetzt keins verschwenden, um nur mal schnell ein paar Gebiete zu zeigen. Deshalb renne ich gleich wieder zurück.
Die Grafik erinnert etwas an Titan Quest, wie man sieht. Allerdings ist das Skillsystem in Path of Exile etwas anders. I am no beast of burden. Dann darf da schon wieder rum. Ich vertick mal schnell mal zurück. Sammle ich noch schnell auf. Das war hier, glaube ich. Also die Animationen sind etwas hakelig, der Monster und auch der Spielfiguren, wie man sieht. Das Spiel ist jetzt nicht so der Oberhammer, was das angeht. Und das hier ist der Skill Tree. Der ist ausgerollt, das heißt, wenn man zum Beispiel in diesen Zirkel reinkommt, sind die Sachen, die man da bekommt, sehr ähnlich. Hier alles Mana. Also man kann jetzt jeden Spell nur einmal hier nehmen, jeden Skill. Dafür gibt es die meisten mehrfach, dass man so dann hochlevelt. Ja, es gibt auch viele Verbindungspfade, aber es geht halt nicht von jedem Punkt zu jedem Punkt. Muss man sich schon ein bisschen überlegen. Ich habe zum Beispiel erstmal hier ein bisschen meinen Schaden gesteigert, bin dann aber mehr auf diese Zauberschiene gegangen. Ich spiele eine Templar. Es ist ein Zauberer mit Nahkampffähigkeiten. Soll es dann erstmal schon gewesen sein. Das Spiel ist im Moment in der Open Beta. Da kann man sich einfach eintragen, bekommt sofort einen Zugang. Das Finanzierungsmodell geht über Microtransactions. Wobei es wohl so sein soll, dass die Sachen, die man sich da kaufen kann, entweder Schatztruhenerweiterungen sind oder ansonsten Dinge, die den eigenen Charakter optisch verändern. Aber es soll nicht so sein, dass man sich da bestimmte Sachen kaufen kann, um die Spielfigur zu verstärken. I am no beast of Ach, der burden. nervt schon wieder rum. Auch wenn ich jetzt hier alleine spiele in dieser Welt, die Zeit läuft weiter, wenn man Escape drückt. Gehe ich mal schnell zurück. Das ist die Website. Path of Exile. Sechs Klassen gibt es. Und zwar drei reine Klassen und drei Hybridklassen. Ich habe hier diese Hybridklasse aus Stärke und Intelligenz.